Die Reformation. Eine Polizei- und demokratiegeschichtliche Spurensuche. 2017 wurde das Reformationsjubiläum gefeiert, 500 Jahre nach Luther. Das war für mich der Anlass, mich selbst einmal zu fragen, was weißt du eigentlich über Luther und die Reformation? Nun klar, Begriffe und Redewendungen wie »Hier stehe ich und kann nicht anders«, 95 Thesen an der Schlosskirchentür in Wittenberg, der Ablasshandel, wenn der Taler im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, der Bauernkrieg und ein Kaiser, in dessen Land die Sonne niemals untergeht, so weltumspannend wie dieses war. Googelt man die beiden Begriffe Polizei und Reformation im Frühjahr 2017, dann wurde einem auf der ersten Seite angezeigt, dass sich das 6. Polizeirevier in Stuttgart in der Lutherstraße befand. Inhaltlich kam da nichts mehr. Also fragte ich mich, ob denn Polizei und Reformation wirklich nichts Nennenswertes miteinander zu tun haben. Die Frage ließ mich nicht mehr los und ich beschloss, mir Luther und die Reformation unter einem Polizei- und Demokratie-historischen Blickwinkel einmal genauer anzusehen. Etwas fühlte ich mich an Goethes Dr. Faust erinnert, als dieser dazu ansetzen wollte, das Neue Testament zu übersetzen. Denn dieser scheiterte bekanntlich schon beim Einstieg in das Thema. Ich beschloss, mich zuerst auf das Thema Geschichte zu konzentrieren, denn da fühlte ich mich doch einigermaßen sicher. So fiel mir auch schnell auf, dass sowohl die Reformation als auch der Begriff Polizei Kinder derselben Zeit zu sein scheinen. Doch, was war das eigentlich für eine Zeit? Schauen wir es uns einmal genauer an. Die Jahre vor und nach 1517 waren eine sehr unruhige Epoche im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen. Es lag Veränderung in der Luft. Und das mit der Luft, das trifft es gut. Das Klima, heute in aller Munde, änderte sich. Doch im Gegensatz zu heute wurde es nicht wärmer, sondern kälter. Nach vielen Jahrzehnten eines ausgeglichenen Klimas, das einen starken Bevölkerungszuwachs erlaubt hatte, wurden seit 1275 die Sommer immer nasser und die Winter länger. In Schüben verschlechterte sich das Wetter und damit auch die Lebensbedingungen der Menschen. Schlechtes Wetter im Frühling und Sommer bedeutete auch eine schlechte Ernte und die musste dann für alle über kalte und lange Winter reichen. Hunger, Landflucht und, man kann es wohl so sagen, eine allgemeine Depression machten sich breit hier in Mitteleuropa. Und diese widrigen Zustände verschärften sich noch in den Jahren vor dem Eingreifen Luthers in die Geschichte. Mit dem Beginn der Reformation erreichte die Klimaverschlechterung im Herzen Europas ihren Höhepunkt. Viele Christen glaubten ernsthaft an das baldige Ende der Welt. Doch nicht nur das Wetter bedrückte die Menschen. Die Gesellschaft veränderte sich nachhaltig. Die knapper werdenden Ressourcen hatten Verteilungskämpfe zur Folge. Wo es nicht mehr für alle reichte, da entwickelten sich Konfliktherde. In den durch das Bevölkerungswachstum und die Landflucht angewachsenen Städten kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die in Gilden und Zünften organisierten Handwerker lieferten sich aufruhrartige Kämpfe mit den lokalen Patriziern, dem Stadtadel. Und die aus Not in die Städte geflüchteten, weitgehend mittellosen Menschen bildeten dabei die Gärhefe. Neue Waffentechniken revolutionierten das Kriegshandwerk mit weiteren Folgen für das mittelalterliche Sozialgefüge. Der Einsatz von Schusswaffen machte die schwer gepanzerten, adeligen Reiter auf den Kriegsschauplätzen nicht nur verletzlich, sondern zunehmend auch entbehrlich. Ein ganzer Berufsstand, die Ritter, die Jahrhunderte die Gesellschaft und Kultur mitgeprägt hatten, verlor seine berufliche Daseinsberechtigung. Neben den Rittern bangten vor allem die freien Bauern auf dem Lande um ihre Lebensgrundlage und Selbstständigkeit. Denn sie hatten auf der einen Seite mit Missernten zu kämpfen und auf der anderen fühlten sie sich dem Zugriff der Ritter auf ihren Besitz ausgeliefert, die so versuchten, sich auf Kosten ihrer Untertanen die eigene wirtschaftliche Existenz zu sichern. Und wie sah es auf der Bühne der großen Politik aus? Es herrschten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation große und kleine Fürsten und die Kirche, die nicht selten ebenfalls weltliche Macht ausübte. So waren drei der sieben einflussreichen Kurfürsten, die den König des Reiches wählten, geistliche Herren.
Und dieser Kreis der mächtigsten Fürsten entschied sich 1519, also genau zu der Zeit, als Luther die Bühne der Geschichte betreten hatte, für den spanischen König, der als Karl V. fortan auch das Heilige Römische Reich der Deutschen mitregieren sollte. Zum Kaiser wurde Karl nicht gewählt, dazu bestimmte er sich selbst. Denn sein Selbstbewusstsein war stark. Schließlich hatte er sich bei der Bewerbung um die Königs- und Kaiserwürde gegen so starke Kontrahenten durchgesetzt wie den französischen König Franz I. und den Engländer Heinrich VIII. Das ist übrigens der, der sich auf meist blutige Art und Weise von seinen Ehefrauen trennte und die englische Kirche von der römisch-katholischen löste, übrigens auch wegen einer Ehescheidungsangelegenheit. Doch zurück zu Karl. Sein Reich erstreckte sich vom Baltikum über die heutigen Niederlande und Belgien, über Österreich und Ungarn, über Burgund nach Spanien und bis nach Übersee, vor allem nach Süd- und Mittelamerika. Doch war die Wahl, die Königswahl, auch ein Geschäft gewesen. Um sich die Stimmen der Kurfürsten zu sichern, brauchte Karl sehr viel Geld. Er kaufte sie sich, heute würde man das Korruption nennen. Doch damals war das ein üblicher Brauch bei der Königswahl. Das notwendige Kapital lieh dem ehrgeizigen Königskandidaten das einflussreichste Bankhaus der damaligen Zeit, die Fugger aus Augsburg. Karl musste dafür aber den Fuggern, wie auch den Reichsfürsten, die ihn dann tatsächlich wählten, Unsummen zurückzahlen und ihnen darüber hinaus umfangreiche Rechte und Privilegien zugestehen. Karl V. war zwar ein großer, stolzer und anspruchsvoller König, aber ein uneingeschränkter Herrscher war aufgrund dieser Abhängigkeiten nicht, weder im Reich noch in Europa oder im Rest der Welt. Seine Wahl verdeutlichte den Machtanspruch der deutschen Fürsten. In alter Tradition traten sie selbstbewusst auf und Karl konnte sich ihrer Unterstützung für seine Politik dadurch aber nie wirklich sicher sein. Aber trotz der unsicheren Unterstützung aus den Reihen der Fürsten lieferte sich Karl einen harten Konkurrenzkampf um die Hegemonie in Europa. Vor allem mit seinem unterlegenen Konkurrenten König Franz I. von Frankreich, mit dem er im Laufe der nächsten Jahre 5 Kriege führte. Dazu kam, dass im Südosten Europas die Türken die kaiserlichen Besitzungen bedrohten. Und dabei ging es auch um einen Krieg der Religionen. In dieser spannungsgeladenen Zeit meldete sich nun ein Mönch zu Wort und zugleich an die Mächtigen in Kirche und Politik. Was wollte er und worum ging es ihm? Liest man heute über Luthers Thesen, dann glaubt man einen Menschen zu erkennen, der ganz konkret um sein Seelenheil fürchtete. Für die Zeit nichts Ungewöhnliches. Die Menschen waren von der Existenz eines jüngsten Gerichts am Ende der Tage überzeugt. Für nicht wenige Zeitgenossen waren der wirtschaftliche Niedergang und die zunehmenden gewaltsamen Konflikte ein untrügliches Indiz dafür, dass der Tag der Abrechnung Gottes mit den Lebenden und den Toten nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen würde. Und so machte sich auch der akademisch gebildete Mönch Luther Gedanken darüber, wie diese Prüfung wohl für ihn ausgehen könnte. Würde er in den Himmel aufsteigen oder in den Schlund der Hölle hinabgestoßen werden? Konnte er etwas tun, um sicher zu sein, dass er vor Gott nicht in Ungnade fallen würde? Vielleicht durch ein asketisches, auf Verzicht aufbauendes Leben als Mönch? Das hatte er zu Genüge kennengelernt. Gewissheit hatte es ihm nicht gebracht. Oder etwa indem er einem Priester seine Sünden beichtete, Reue zeigte und dadurch seine Vergehen erlassen bekam? Nein, das schien ihm nicht wirklich überzeugend zu sein. Die Vorstellung, dass man mit Gott eine Art Handel treiben könnte, indem man ihm für den Sündenerlass eine Gegenleistung bot, widerstrebte Luthers Denken völlig. Es konnte einfach nicht sein, dass ein sündiger Mensch, egal was er getan hatte, nur eine Pilgerreise zu einem heiligen Grab oder ein mildtätiges Werk verrichten musste, um vor dem Schöpfer beim jüngsten Gericht reingewaschen dazustehen. Wie aus Luthers Thesen deutlich zu lesen ist, stieß er sich vor allem an der Praxis, dass zur angeblichen Vergebung der Sünden im Jenseits, hier im Diesseits, finanziell vorgebeugt werden konnte. Der Verkauf von Sündenvergebungsschreiben, der Ablasshandel, nutzte die Verunsicherung der Menschen schamlos aus und nahm ihnen das wenige Geld ab, das sie in der schlechten Zeit dringend zum Lebensunterhalt benötigt hätten. Luther suchte also nach einer Lösung. Für ihn musste sich jeder Christ individuell auf Gott einlassen können. Tat er das und war er bereit, nach den Geboten der Bergpredigt des Neuen Testaments zu leben, dann konnte er ohne Bedingungen sicher sein, dass Gott ihm gnädig sein würde.
Und dazu brauchte es weder guter Werke noch eines Geistlichen, der während des Gottesdienstes Lateinisch sprach, das kaum jemand verstand, und der dann als eine Art Vermittlungsstelle zwischen Gott und den Gläubigen fungierte. Das war für Luther eine Fehlkonstruktion schon an und für sich. Nach Luthers Überzeugung bedurfte es dieser Vermittlung überhaupt nicht, denn es gab eine einzigartige Handlungsanweisung für jeden Gläubigen, nämlich die Heilige Schrift, die Bibel. Vor allem das Neue Testament sollte von jedermann gelesen und verstanden werden können. Und dazu wiederum bedurfte es vor allem einer für möglichst viele Menschen verständlichen Übersetzung der lateinischen oder griechischen Schriften. Weiter war das Erlernen der Kulturtechnik des Lesens für breite Bevölkerungskreise wichtig und schließlich musste das Lesebuch noch in möglichst vielen Exemplaren zur Verfügung gestellt werden, ein Dienst, den die neu entwickelte Druckkunst zu leisten versprach. Also allein aus dem Glauben oder wie man heute sagen würde, nur dem eigenen Gewissen unterworfen, das war für Martin Luther die Freiheit des Christenmenschen, wie er es denn in einer seiner gleichnamigen Schriften von 1520 formulierte. Aber dieses Freiheitspostulat oder Versprechen wurde auch anders verstanden. Die Freiheit eines Christenmenschen bedeutete für diese Zeitgenossen zugleich das Versprechen, ihr diesseitiges Schicksal in die eigenen Hände nehmen und verändern zu dürfen. Vor allem die beiden schon genannten Gruppen der Ritter und Bauern beriefen sich bei ihrem Widerstand gegen die Zeitumstände auf Luthers Freiheitsthese, so gegensätzlich ihre Interessen auch sein mochten. Zuerst entlud sich der ritterliche Protest 1523 in gewaltsamen Aktionen, die militärisch niedergeschlagen wurden. Nur 2 Jahre später griffen die Bauern zu den Waffen und der bekannte Reformator Thomas Münzer unterstützte sie dabei. Aber auch die bäuerlichen Gewaltausbrüche wurden mit aller Härte niedergeschlagen und es folgten menschenverachtende Bestrafungen wie die öffentliche Hinrichtung Münzers. Was an diesen Ereignissen deutlich wird, ist, dass Luthers Kirchenkritik spätestens in den Jahren 1520 bis 26 zu einem gewaltigen Politikum geworden war. Und die Mächtigen der Zeit erkannten diese Brisanz. So sprach der Papst über Luther den Kirchenbann aus, was einer Verurteilung zum Tode gleichkam. Man denke nur an den tschechischen Reformator Jan Hus. Doch Luther musste nicht auf den Scheiterhaufen. Und warum nicht? Nun, er hatte einen Schutzherrn, seinen Landesherrn, den Kurfürsten Friedrich III. Von Sachsen genannt, der Weise. Und an dieser Persönlichkeit kam im Reich niemand vorbei. Ohne diesen Fürsten, seine Macht und sein Handeln, wäre die Geschichte der Reformation anders verlaufen. Zumindest ab 1521 dann wohl ohne Luther. Denn nach dem Papst verhängte auch der neu gewählte Kaiser Karl über den Reformator die Reichsacht. Polizeilich würde man heute sagen, er wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Einen Ketzer und Verbrecher in Schutz vor Papst und Kaiser zu nehmen, das konnte nur ein sehr einflussreicher Fürst wagen, einer wie eben dieser Friedrich III. Von Sachsen. Dabei war Friedrich persönlich nicht unbedingt ein Anhänger der Reformation gewesen. Im Gegenteil, er war einer der größten Reliquiensammler der damaligen Welt und ließ sich erst 1525 auf seinem Sterbebett, sicher ist sicher, auch noch das Abendmahl auf die neue protestantische Art reichen. Doch wenn wir den alten Rechtssatz cui bono bemühen, wem zum Vorteil oder wem nutzt es, dann kommen wir Friedrichs Motivlage näher. Friedrich III. War ein entschiedener Verfechter der eigenen und der Rechte der anderen Fürsten gegenüber einer zu starken Zentralgewalt im Reich. Und damit wendete er sich gegen den Kaiser ebenso wie gegen den Papst. Machtdenken und nicht theologische Fragen bestimmten vorrangig sein Handeln. Und indem er Luther vor Kaiser und Papst in Schutz nahm, schwächte er beide Instanzen und demonstrierte gleichzeitig seine eigene Stärke. Doch wollen wir in diesem Zusammenhang eine weitere machtpolitische und monetäre Folge der Reformation nicht vergessen. Nach Friedrichs Tod 1525 übernahm sein Bruder Johann das Kurfürstentum und gründete die evangelisch-lutherische Landeskirche mit ihm selbst als obersten Kirchenherrn. Die Möglichkeit, im Geiste der Reformation das Kirchenvermögen einzuziehen und die Belange der Kirche im Fürstentum selbst bestimmen zu können, das war ein nicht zu unterschätzender finanzieller und die eigene politische Souveränität stärkender Vorteil. Die Reformation stärkte ganz klar die Landesherrschaften. Übrigens wird im Bereich des späteren Königreichs Hannover ein Teil des eingezogenen Kirchenvermögens bis heute von der Klosterkammer als einer Landesbehörde verwaltet. Aus dem erwirtschafteten Gewinn werden immer noch kirchliche, soziale
und Bildungsprojekte gefördert, dies durchaus im Geiste Luthers entsprechend, der das eingezogene Kirchenvermögen dem Gemeinwohl zukommen lassen wollte. Immer und überall hat das natürlich nicht funktioniert, dafür war der Besitz der Kirche zu verlockend und die finanzielle Lage manches Fürsten zu angespannt. So, und kommen wir einmal auf den Punkt und stellen direkt die Frage, gibt es bis heute spürbare Folgen dieser politischen Ereignisse für die Polizei? Nun, durchaus. Folge des Erstarkens der Fürstentümer im Zuge der Reformation war auch, dass sich eine zentrale Macht auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation nie durchsetzen konnte. Deutschland entwickelte sich deshalb nicht zu einem Zentralstaat, wie etwa sein großer französischer Nachbar. Die Stärkung der Fürstentümer ging schließlich so weit, dass sich einige Landesteile nach und nach zu unabhängigen Staatswesen entwickelten, wie die Schweiz und die Niederlande. Andere Teilstaaten des Reiches erlangten vor dessen formalen Auflösung unter dem Druck Napoleons 1806 weitestgehende Souveränität wie die großen Königreiche Österreich und Preußen. Aber auch die kleineren Staaten wie Sachsen, Hannover und Bayern bauten ihre Macht kontinuierlich aus. Diese Teilstaatlichkeit ist für Deutschland in Form unseres heutigen Föderalismus typisch und bestimmend geblieben. Und so gibt es auch bis heute in den Bundesstaaten nicht nur evangelische Landeskirchen, sondern zwei wichtige Kompetenzen, die die Bundesländer gegenüber der Bundesregierung zäh verteidigen. Einmal der Bereich der Bildung, die ebenfalls als Folge der Reformation dem Einfluss der Kirchen entzogen und der staatlichen Kontrolle unterstellt wurde. Und natürlich die Hoheit über die öffentliche Sicherheit, die Polizei. Halten wir also fest. Die länderpolizeiliche Gliederung Deutschland ist nicht nur, aber doch wesentlich eine Folge der Reformation. Und bleiben wir bei der Polizei. Der Begriff Polizei taucht in Deutschland in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erstmals auf. Polizei ist also wie die Reformation eine Erscheinung des ausgehenden Mittelalters. Und die Entwicklung der Polizei wie die der Reformation ist eingebettet in die geistige Strömung dieser Zeit, die der Renaissance. So ist eben nicht zufällig der Begriff Polizei dem Griechischen entlehnt und bedeutet so viel wie Staatsverwaltung. Das Jahrhundert vor Luther wurde geistig geprägt durch die Rückbesinnung auf die Antike. Die Wiederentdeckung griechischer und römischer Schriften, vielfaches als Transferleistung der arabischen Welt, veränderte das mittelalterliche Europa in seinen Grundfesten. Die Antike erschien als Ideal, ob in der Kunst, wie der Literatur und Architektur, oder in der Philosophie und selbst im Recht. Ein mündlich überliefertes, uraltes, christlich und heidnisch geprägtes Gewohnheitsrecht, das sogar Formen der gewaltsamen Selbstjustiz wie das der Fehde erlaubte, konnte den Ansprüchen einer zunehmend urbaner geprägten Gesellschaft nicht mehr gerecht werden. So finden wir vor allem in den Städten frühe Polizeiordnungen, die viele Bereiche des öffentlichen und auch privaten Lebens der Menschen regelten. Mit einer guten Polizei assoziierte man in Deutschland noch lange nicht den netten Schutzmann oder gar die Polizistin auf der Straße, sondern ein wohlgeordnetes Gemeinwesen, eine funktionierende Verwaltung. Auch der neue Kaiser Karl folgte dieser Entwicklung und setzte sich mit dem ersten deutschen Strafgesetzbuch der Constitutio Criminalis Carolina ein rechtsgeschichtliches Denkmal. Ganz im Geiste der Renaissance orientierte sich die peinliche Heilsgerichtsordnung am römischen Recht und blieb in Deutschland über Jahrhunderte bestimmend für das Straf- und Strafprozessrecht. Die Renaissance als geistige Bewegung war Rückbesinnung und Aufbruch zugleich. Denn im Gegensatz zur mittelalterlichen Welt, die das Diesseits nur als eine Art Übergang in das Gottesreich ansah, rückten nun der Mensch als Individuum und sein Handeln erstmals wieder seit der Antike in den geistigen Fokus. Die Vorstellung vom Menschen als Subjekt, als ein mit Bewusstsein ausgestattetes, handelndes Ich, dieser Weckruf der Renaissance forderte die Denker der Zeit heraus und nicht nur einen Mönch namens Luther. So machte sich ein Zeitgenosse des Reformators im Hotspot der Renaissance ebenso seine Gedanken über die Welt, was sie bewegt und was sie im Innersten zusammenhält. Oder vielleicht doch eher, wie erreiche ich im Leben, im öffentlichen Leben Erfolg und Anerkennung? Es war der Florentiner Niccolò Machiavelli. Er hatte sich überlegt, dass es vier Bedingungen gibt, die den Erfolg einer menschlichen Handlung beeinflussen würden. Zuerst die persönliche Tüchtigkeit in Form der Aneignung von Wissen und Fertigkeiten. Denn wer an sich arbeitet, sich bildet, dem bieten sich im persönlichen Fortkommen deutlich mehr Gelegenheiten als demjenigen, der nur darauf vertraut,
dass sich schon irgendetwas zu seinem Vorteil entwickeln würde. Ein Mensch mit Wissen und Geschick braucht zwar immer noch die dritte Bedingung zu seinem Erfolg, nämlich Glück. Doch durch eigenes Zutun kann er den Anteil des notwendigen Glücks am eigenen Fortkommen verringern. Als letzte und vierte Bedingung arbeitete Machiavelli die sogenannte historische Notwendigkeit heraus. Wer also vor allem politischen Erfolg haben möchte, der benötigt Bildung, Gelegenheiten, Glück. Und das Ganze würde nach Machiavellis Meinung noch gefördert werden, wenn bestimmte gesellschaftliche und politische Bedingungen sozusagen den Bezugsrahmen schaffen, damit derjenige, der etwas zu sagen hat, auch von möglichst vielen gehört und erhört wird. Einfach ausgedrückt, er muss den Nerv der Zeit treffen. Nun könnte man mit einem Augenzwinkern sagen, Luther hat sich eigentlich sehr machiavellistisch verhalten. Er hatte sich Wissen und Erkenntnis erarbeitet und der ausufernde und in die Kritik geratene Ablasshandel bot ihm die Gelegenheit, sein Wissen und seine Vorstellungen öffentlich zu machen. Er traf damit genau den Nerv der Zeit, was daran erkennbar ist, dass sich seine reformatorischen Gedanken in der Gesellschaft rasend schnell verbreiteten. Doch Luther war alles andere als ein Machiavellist. Für den Florentiner spielte nämlich die christliche Gesinnung als Richtschnur für politisches Handeln keinerlei Rolle. Im Gegenteil, solche moralischen und ethischen Rücksichtnahmen gefährdeten aus seiner Sicht die Durchsetzung politischer Macht und damit die Herstellung einer stabilen politischen Ordnung. Aber genau in diesem Punkt, und wir werden noch genauer damit befassen, gibt es eine interessante Konkurrenz im Denken Luthers und Machiavellis. Das Herstellen und Garantieren einer weltlichen Ordnung. Ein anderer Begriff für weltliche Ordnung ist Polizei. Doch während der Renaissance geprägte Italiener sich ausschließlich Gedanken um die weltliche Ordnung machte und um diese zu erreichen und zu festigen Mittel und Methoden für legitim hielt, die selbst bei einem heutigen Leser zumindest ein fragwürdiges Stirnrunzeln hinterlassen würden, war und blieb für Luther auch und vor allem das christliche Menschenbild der Bezugsrahmen. Dazu kommt, dass Machiavellis Vorstellungen doch eher als Anregung für einen geistigen Diskurs gedacht waren, währenddessen sich Luthers Ideen schnell an der Realität messen lassen mussten. Denn wie gesagt, Luther hatte mit seiner Kirchenkritik den Nerv der Zeit getroffen und die Reformation ging rasend schnell in eine politische Bewegung über. Ein Großteil der Bevölkerung im Reich nördlich der Alpen stand den Reformen offen und sehr wohlwollend gegenüber. Aber mit der Folge, dass einzelne Gruppen Luthers Ideen für sich interpretierten und veränderten. So beispielsweise die schon genannte Gruppen der Ritter und Bauern, die unter Bezugnahme auf die Reformation die bestehende gesellschaftliche Ordnung gewaltsam in Frage stellten. Oder innerhalb der Reformbewegung die Täufer, die in Münster die Stadtregierung übernommen und ein religiös motiviertes Endzeitregime etabliert hatten. Mit aller Deutlichkeit distanzierte sich Luther von diesen Bestrebungen, die unter Berufung auf seine Reformation die bestehende weltliche Ordnung zu verändern oder zu beseitigen versuchten. Für Luther war das politische System, in dem er lebte, keine Zeiterscheinung, die es ebenfalls grundsätzlich zu reformieren und zu überwinden galt. Er akzeptierte die weltliche Ordnung als von Gott gegeben und notwendig. Und selbst, wenn es berechtigte Gründe zur Klage gab, wie bei den Bauern, dann hatte er Wohlverständnis für deren Lage. Doch aus seiner Sicht berechtigte das die Bauern noch lange nicht, gewaltsam die herrschende Ordnung zu verändern und zu beseitigen. Kommen wir also zu Luthers sogenannter Obrigkeitslehre. Wie gesagt, der politische Erfolg zwang den Reformator, sich ganz intensiv mit der Frage zu beschäftigen, wie ein Leben nach den Geboten der Bergpredigt auf der einen Seite und mit den Erfordernissen der politischen Realität auf der anderen in Einklang gebracht werden könnte. Denn statt christlicher Vergebung begegnete der machtausübende Mensch zur Erhaltung der weltlichen Rechtsordnung, so die Polizei und die Justiz, dem Unrecht mit Strafe und Vergeltung. Dieses Problem versuchte Luther für sich und die Reformation mit seiner Idee von den zwei parallelen Reichen zu lösen, dem geistlichen und dem weltlichen Reich. Im geistlichen Reich habe der christliche Mensch sein Leben nach den Geboten der Bergpredigt auszurichten. Hier lebt er in einer christlichen Gemeinschaft, in der die Bibel in einer für alle verständlichen Sprache gelesen und im Gottesdienst gepredigt und gesungen wird. Das Mittel oder Medium zum Finden und Festigen des Glaubens in dieser Welt ist dabei das Wort. Das weltliche Reich demgegenüber soll eine formale Ordnung schaffen und aufrechterhalten.
Hier geht es darum, die Sündhaftigkeit der Menschen oder weltlich gesprochen die Verstöße gegen Recht und Gesetz zu verhindern und zu ahnden. Gleichzeitig soll das weltliche Regiment, wie es Luther auch nannte, die Schwachen vor Drangsalierung durch die Starken schützen. In dieser Welt sei nicht das Wort, sondern das Schwert das Mittel der Wahl. Die Anwendung von Gewalt als Zwangsmittel ist zur Durchsetzung der weltlichen Ordnung erlaubt und nötig. In seiner Welterklärung trennt Luther diese beiden Sphären sehr konsequent. So darf, und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, nach dem Willen des Reformators niemals mit staatlicher Gewalt auf den Glauben der Menschen eingewirkt werden. Denn ein Mensch, der der christlichen Religion nur folgt, weil er Angst vor Gewalt und Bestrafung hat, ein solcher Mensch hat den christlichen Glauben nicht wirklich verinnerlicht. Glaube ist bei Luther innere Überzeugung und die lässt sich nun einmal nicht erzwingen. Ein weiterer Aspekt der Trennung ist, dass der freie Christenmensch als Christ sowohl vor Gott als auch innerhalb seiner Gemeinschaft oder Gemeinde allen Menschen gleichgestellt ist. Alle sind sich Brüder oder Schwestern. Nicht jedoch im Staatsleben. Im weltlichen Reich befinden sich die Menschen in einem klaren Unter- und Überordnungsverhältnis. Dieses hierarchische Gefüge zwingt Menschen dazu, Befehle zu geben und Anordnungen befolgen zu müssen. Als polizeihistorische Folge förderte Luthers Obrigkeitslehre, die eine staatliche Ordnung quasi als Schutz für die Gläubigen zwingend notwendig erschienen ließ, den Ausbau des weltlichen Reichs oder Regiments in den nächsten zwei Jahrhunderten. Es etablierte sich in den Fürstentümern ein hochkomplexes innerstaatliches Ordnungssystem, das als frühneuzeitlicher Wohlfahrts- oder Polizeiverwaltungsstaat in die Geschichte eingegangen ist. Und auch wenn das System Wohlfahrtsstaat genannt wird, so wurde nicht alles, was die Fürsten der Staat in Form von Polizeiordnungen regelte und im Falle des Nichtbefolgens mit polizeilicher Gewalt durchsetzte, von den Betroffenen auch als Wohltat empfunden. Der Polizeiverwaltungsstaat der frühen Neuzeit brannte sich als eine Art Matrix eines Regelungs- und Überwachungsstaates in das Bewusstsein von Generationen von Menschen ein, die nach Freiheit und politischer Teilhabe strebten. Lassen Sie mich an dieser Stelle rekapitulieren und festhalten. Aus meiner Sicht sind direkte Folgen der Reformation erstens die Herausbildung von Bundesländern, die in Deutschland die Polizeihoheit für sich reklamieren. Zweitens ein ausgeprägter Verwaltungsstaat, der mittels polizeilicher Gewalt die staatliche Ordnung aufrechtzuerhalten hat. Und drittens das Postulat, dass demgegenüber der rechte Glaube nicht mit polizeilicher Gewalt oder gesetzlichen Verboten zu erreichen ist. Aber damit ist es noch nicht genug. Die quasi bedingungslose oder apodiktische Haltung Luthers zur Obrigkeit gab und gibt immer wieder Anlass zur Kritik und Diskussion. Dabei hat schon Luther gewisse Ausnahmen zugelassen. Wenn nämlich dem Christenmenschen von der Obrigkeit etwas befohlen würde, das dieser als Unrecht gegen ein Gebot Gottes erkennt, dann hat er Gott mehr zu gehorchen als der weltlichen Ordnung. Er darf und muss den Gehorsam verweigern. Doch bedeutet diese Verweigerung nicht, dass der Verweigerer jetzt zur Selbsthilfe schreiten darf. Er hat die Missstände anzuklagen und, wenn sein Klagen und Protest nicht zum Ziel führt, leidend die Folgen seiner Gehorsamsverweigerung auf sich zu nehmen. Man kann sich unschwer vorstellen, dass bei Menschen, die durch die Reformation aufgerufen worden sind, sich selbstbewusst ihren Glauben zu erschließen, dies nicht immer auf Verständnis stößt. Auch Margot Käßmann, 2017 die Botschafterin der Evangelischen Kirche Deutschlands für das Reformationsjubiläum, betont mit Blick auf die Obrigkeitslehre Luthers, dass reine Obrigkeitshörigkeit vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus vielen Menschen das Leben gekostet habe. Daher sieht Frau Käßmann in diesem Verhalten sogar eine christliche Schuldgeschichte. Die Frage nach dem Widerstandsrecht gegen staatliche Gewalt ist und bleibt ein sehr spannendes und vor allem für uns als Polizei, als Vollzugsorgan der staatlichen Gewalt unmittelbar tangierendes Thema. Wie ein roter Faden ziehen sich das kritische Beobachten der staatlichen Gewalt und gegebenenfalls auch der Widerstand, das aktive Einschreiten gegen Staat und seine Gewaltrepräsentanten, die Polizei, seit der Reformation durch unsere Geschichte. Weiter angeregt durch die geistige Bewegung der Aufklärung, gefordert und geformt in Kriegen und Revolutionen hat sich in Deutschland eine sehr kritische Öffentlichkeit herausgebildet. Die Regierungsform einer kritischen Öffentlichkeit ist die Demokratie.
Die angemessene polizeiliche Antwort darauf, die handlungsleitende Vorstellung einer demokratisch orientierten und bürgernahen Polizeiarbeit. Doch sowohl in der Weimarer Republik als auch seither in der Bundesrepublik steht die Polizei dadurch in einem permanenten, Zitat, Spannungsfeld zwischen Staat und Gesellschaft. So drückten es die Reformer der niedersächsischen Polizei selbst einmal in einer bisher einmaligen Selbstreflexion über die Rolle und Funktion von Polizei in einer demokratischen Gesellschaft zu Anfang der 1990er Jahre aus. Das polizeiliche Handeln unterliegt demnach einem ständigen Anpassungsdruck und dieser Prozess verläuft, weiß Gott, nicht immer konfliktfrei. Doch genau diese schwierige und oftmals polarisierende permanente Auseinandersetzung mit einer kritischen Öffentlichkeit, genau das ist das wesentliche Kennzeichen einer Polizei in einer freiheitlichen Demokratie. Auch wenn es manchmal für die Polizeiangehörigen nur schwer auszuhalten ist. In diesen Kontext gehört übrigens auch eine Entwicklung, die die Polizei verändert hat, wie kaum ein anderer in den letzten Jahrhunderten. Die Öffnung des Polizeiberufs für Frauen, der Beginn von Diversität. Einige könnten ja zweifeln, sie haben natürlich recht, zeitlich passt das nicht wirklich zusammen. Und doch, diese Entwicklung, da bin ich sicher, ist eine kausale Folge der Reformation. Denn die Kirchenhistorikerin Ute Gause stellt fest, dass die Reformation auch für Frauen eine Bildungsbewegung gewesen sei und dass weibliche Lebensbereiche eine Aufwertung erfahren hätten. Dass die Polizei heute ein Beruf ist, der nicht nur für zwei Geschlechter offen steht, das ist einer Entwicklung geschuldet, die mit der Aufwertung der Arbeit von Frauen als Folge der Reformation ebenso zu tun hat wie mit bürgerlichem Selbstbewusstsein und Protestverhalten. Denn es war die bürgerliche Frauenbewegung, eine mitgliederstarke und einflussreiche soziale und politische Protestbewegung, die um das Jahr 1900 die männlichen Polizeiverantwortlichen und Politiker unter erheblichen Druck setzte. Sie prangerte öffentlich einen unsensiblen und ehrverletzenden Umgang mit der ausschließlich männlichen Polizei mit Frauen an, die sich in der Polizeigewalt befanden. Polizisten waren meistens ehemalige Soldaten und ihr Umgang mit Frauen hatten sie auf dem Kasernenhof nicht gelernt. Und diese Kritik zeigt tatsächlich Wirkung. Einmal wurde das polizeiliche Ausbildungssystem reformiert, die ersten Polizeischulen entstanden und die männlichen Polizisten lernten dort nicht nur rechtlich korrektes Verhalten, sondern auch, wie sie sich in einer Frau gegenüber zu benehmen hatten. Und zweitens führte diese von außen kommende Kritik dazu, dass sich nach und nach Polizeiverwaltungen dazu bereit fanden, erste sogenannten Polizeiassistentinnen einzustellen. Diese sollten sich um im Polizeigewahrsam befindliche Frauen kümmern. Und wenn ich Sie jetzt darauf hinweise, dass es hier in Norddeutschland evangelische Frauen waren, die als Deutsch-Evangelischer Frauenbund die Speerspitze dieser Entwicklung bildeten, dann überrascht sie das, glaube ich, nicht wirklich. Richtig Fahrt nahm die Entwicklung jedoch erst dann auf, als die Frauen in Deutschland nach 1919 in der Ersten Republik endlich das volle politische Mitspracherecht erhielten. Sie nutzten diese Chance und machten weiter Druck auf die Politikerkollegen, um Frauen den Weg in die Polizei zu ebnen. Und sie hatten wiederum Erfolg, vor allem in evangelisch geprägten Staaten wie Preußen, Hamburg, Sachsen und Württemberg, wurden ab 1926 die ersten regulären Polizistinnen eingestellt und ausgebildet. Ich weiß, langsam fragt man sich, für was um Himmels Willen polizeigeschichtlich macht der Götting denn Luther und die Reformation noch verantwortlich. Nun, ich kann beruhigen, ich habe nämlich nur noch einen Aspekt, der mir aber besonders am Herzen liegt. Denn der kritische Geist, den die Reformation aus der Flasche ließ, der wirkte und wirkt ja nicht nur handlungsleitend auf die Menschen außerhalb der Polizei. Bürgerpolizei heißt ja auch, dass die Polizei ebenfalls aus selbstbewussten und kritischen Bürgern besteht und bestehen muss. Und hieß es früher etwas spöttisch, dass der Schutzmann am Kasernentor der Polizeischule seine Grundrechte abzugeben habe, dann war das zumindest andersweise noch eine Vorstellung von einer soldatisch geprägten Polizei, in der Gehorsam mehr zählte als selbstständiges Denken und Konformismus mehr als Individualität. Doch entsprach dies schon zu Beginn der Bundesrepublik in keiner Weise den Vorstellungen von einem Bürger in Uniform, ob als Polizist oder Soldat. Wahrscheinlich ist es wiederum kein Zufall, dass der Protagonist des Leitbildes des Mitbürgers in Uniform aus einer evangelisch geprägten französischen Familie stammte. Diese Hugenotten, wie sie genannt wurden, fanden nach ihrer Vertreibung aus Frankreich des 17. Jahrhunderts in Brandenburg Asyl und durften dort ihrem Glauben treu bleiben. Die Familie hieß und heißt de Maizière und beeinflusst die deutsche Politik bis heute. Und Ulrich de Maizière haben wir es zu verdanken, dass im Soldatengesetz der Bundeswehr nach den Erfahrungen der NS-Zeit der Passus aufgenommen wurde, ich zitiere, Ungehorsam liegt nicht vor, wenn ein Befehl nicht befolgt wird,
der die Menschenwürde verletzt. Zitat Ende. Als Konsequenz wird damit von einem Soldaten, von einem Uniformträger Mitdenken erwartet und dass er eine Entscheidung nach seinem Gewissen zu treffen hat. Damit hat Luthers Obrigkeitslehre für Menschen, die sich in einem System befinden, das extrem von Befehl und Gehorsam geprägt ist, eine notwendige und zeitgemäße Anpassung erfahren. Gegen die Menschenverachtung einer autoritären Herrschaft muss es ein Widerstandsrecht, zumindest ein Verweigerungsrecht geben. Doch ein Recht zu haben heißt noch lange nicht, dass es einfach einzufordern oder anzuwenden wäre. Dazu gehören Courage und Mut, also eine bestimmte innere Einstellung oder Haltung. Und das hat etwas sehr Entscheidendes mit dem Polizeiberuf zu tun und es ist wohl das wichtigste Erbe der Reformation für die Polizei. Der Landesbischof von Schaumburg-Lippe, Dr. Karl-Hinrich Manske, der zugleich evangelischer Beauftragter für die Seelsorge in der Bundespolizei ist, hielt vor einiger Zeit einen sehr bemerkenswerten Vortrag zum Reformationsjubiläum unter dem Titel Beruf als Berufung – Berufsethik heute im Spiegel der Reformation. Darin bezieht er sich auf den großen deutschen Soziologen Max Weber. Dieser habe der Reformation als folgenschwerste Leistung und Wirkung bis heute zugeschrieben, Erfinder des Berufsbegriffs und des Berufsverständnisses als einer inneren Berufung gewesen zu sein. Ausgehend von dieser Einschätzung hat der Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirchen in Deutschland, Gerhard Wegner, 2014 Thesen zur Gerechtigkeit einer Gesellschaft, zur sozialen Armut und zur Würde des Menschen im Arbeitsprozess formuliert. Gerecht sei demnach eine Gesellschaft nur dann, wenn sie es den Menschen ermöglicht, einen Beruf, das heißt ihrer Berufung oder Bestimmung nachgehen zu können. Aber es geht nicht nur um das Vermeiden von Arbeitslosigkeit, sondern auch um das Einbringen eigener Fähigkeiten in die ausgeübte Tätigkeit. Wem das nicht möglich wird, der leide an sozialer Armut. Ihm werde ein wesentlicher Aspekt seiner sozialen Persönlichkeit vorenthalten. Und wenn die Individualität des Menschen sein Potenzial an Fähigkeiten nicht über eine Beruflichkeit oder Aufgabe in die Gesellschaft eingebracht werden könne, dann tangiere das auch seine Menschenwürde. Das Recht der freien Entfaltung der Persönlichkeit erstreckt sich demnach nicht nur darauf, sich theoretisch für irgendeinen Beruf entscheiden zu können, sondern bedeutet genauso, sich kreativ und gestaltend in den Beruf einbringen zu dürfen. Dem Gemeinwohl zu dienen und sich dabei gleichzeitig freidenkend aktiv in seinem Arbeitsbereich einzubringen, dieses eigentümliche Verhältnis von Dienen und Freiheit, dies sei, um noch einmal auf Landesbischof Manske zurückzukommen, das Besondere am veränderten Berufsverständnis als Folge der Reformation. Und hier wird es für uns als Polizei wieder sehr bedeutend. Denn für uns als Polizistinnen und Polizisten ist der Polizeiberuf mehr als nur ein Job. Wer sich für den Polizeiberuf entscheidet, der verbindet damit einen Anspruch und eine innere Haltung. Aus meiner Tätigkeit für die Nachwuchsgewinnung der Polizei in Niedersachsen weiß ich, dass am Polizeiberuf interessierte junge Menschen über ein hohes Maß an Gerechtigkeitssinn ebenso verfügen, wie über den Anspruch, mit ihrer Arbeit für andere Menschen da sein zu wollen, ihnen helfen zu wollen. Das aus den 1920er Jahren stammende und bis heute bekannte Motto der Polizei, der Gesellschaft gegenüber ein Freund und Helfer sein zu wollen, ist da noch spürbar. Und es wirkt anscheinend immer noch motivierend für junge Menschen, die sich auf der Suche nach einem Lebensberuf, nach einer Lebensaufgabe befinden. Und um diesen Lebensberuf attraktiv und zeitgemäß zu erhalten, muss die Polizei offen sein und bleiben für gesellschaftliche Veränderungsprozesse. Doch Veränderungen, die von rein betriebswirtschaftlichen Überlegungen getragen werden oder die als Einsparmaßnahmen top-down durchgesetzt werden, das sind keine Reformen. Veränderungen im Geiste der Reformation haben die Menschen und ihre Berufsmotivation in den Mittelpunkt zu stellen und diese zu fördern. Beteiligt man die Polizeiangehörigen aktiv und lässt ihnen Raum für Kreativität, dann haben auch Veränderungsprozesse das Potenzial, motivierend und stabilisierend auf die Organisation Polizei zu wirken. Eine sich den gesellschaftlichen Veränderungen anpassende, demokratische Polizei ist ein wesentlicher Aktivposten für den Schutz und Erhalt unserer Demokratie. Fassen wir abschließend zusammen. Die länderpolizeiliche Struktur der Polizei in Deutschland, eine säkularisierte Polizei, die sich aus Glaubensfragen herauszuhalten hat und die selbst als Teil einer kritischen Öffentlichkeit sich in einem ständigen Anpassungs- und Veränderungsprozess befinden muss, das sind zwar nicht nur, aber zu einem guten Teil
Folgen der Reformation. Dazu kommt die Diversität des Polizeiberufs und eine starke